So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Perlworld. Ich habe zwischen den Folgen, wir hatten sowieso nicht sehr viel Palominium-Barren, deshalb dachte ich, ich mache erstmal ein paar Terras fern, habe aber trotzdem auch noch ein paar Legendäre. Wenn wir nämlich unseren Ring tragen, hier den hier, ne, und die nur noch ein HP haben, ganz ehrlich, ich glaube, dann reicht bei vielen das hier doch aus. Außerdem haben wir hier mit 800 Schuss, das ist auch ziemlich mächtig. Die Rüstung, stimmt, die wollte ich mal hier lassen. Und dann würde ich sagen, wir farmen weiter Pelz. Ne, wir wollten ja hier so rum. Ich denke, das sollten wir jetzt relativ gut hinbekommen. Und... Achso, ich habe meinen Flugpelz vergessen. Na, ist egal, wir haben ja noch einen anderen. Ne? Ich wäre eigentlich ganz gern mit der Eisversion hier von rum geflogen, aber ist doch Wurst. So, pass auf, dich haben wir noch nicht voll. Aber ich werde jetzt einfach so in die Fresse ballern. Und wenn ich davon jetzt einfach ein bisschen mehr verbrauche, ganz ehrlich, das ist mir egal. Wir haben über 200. Irgendwann wird es dann halt auch klappen. Ja. Sterben kann er ja nicht. Ich meine, das ist mit den legendären Pelzpferden natürlich deutlich einfacher. Das sehe ich schon ein. Aber es ist nicht unmöglich. Und die lassen sich halt trotzdem auf Dauer sehr viel geiler herstellen. Gut, hier das Susaku ist ja auch trotzdem eher die Ausnahme. Ist ja eins von den Stärkeren, die wir hier holen. Aber wir kriegen es hin. So, die hat man, glaube ich, auch noch nicht voll. Da fliegen wir mal kurz rüber. Dich haben wir auch noch nicht voll. Einmal schön runterkillen. Das ist jetzt auch sehr, sehr easy. Kurz abwarten. Und irgendwann bleibt es halt drin. Man muss bloß ein bisschen geduldig sein. Bin ich normalerweise nicht, aber man muss ja auch an sich arbeiten können. Oh, rote Truhe, das ist meistens sehr, sehr gut. Pistole Bauplan 1 heißt der Grüne, naja. Ich hätte da lieber noch ein bisschen was Episches, wenn ich ehrlich bin. Komm. Ein HP reicht. So, kurz abwarten. Ein paar Bälle nachschmeißen. Für ganz starke haben wir ja die guten Sphären trotzdem noch dabei. Aber da zähle ich ihn ehrlich gesagt gar nicht dazu. Auch wenn sie schon über Level 40 sind. So ein Lormontide Ignis, da würde ich das einsehen. Habe ich übrigens getauscht. Das ist jetzt nicht mehr in der Essensfarm, sondern in der Erzfarm für die Palliumbarren. Und hier die... So ein Susaku ist dafür in der Essensfarm. Reicht ja fürs Essen vollkommen. Bis wir noch ein paar Jormuntide Ignis gefangen haben. So, das sollte einfach klappen. Die Fangwahrscheinlichkeit sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Und da fehlen ja auch nicht mehr viele. Nach dem noch ein. Ich denke, einen werden wir finden. So macht es fast gleich noch mehr Spaß.
wenn man einfach reinschießen kann, ohne großartig drauf. Achso, ich wollte hier. Wenn man einfach reinschießen kann, ohne drauf achten zu müssen, finde ich das ehrlich gesagt ziemlich gut. Hier genauso. Drei Stück, okay, das ist gefährlich. Bleib mal hier. Euch beide noch und den, der da oben auf dem Berg ist, dann sind wir mit euch schon mal durch. Komm schon. Ah, ne, ist schon der letzte. Perfekt. Streiche ich ab. Oder war der jetzt? Ne, war er noch nicht. Wenn das so ist. Kein Problem. Wo waren die denn? Robin Quill. Robin Quill. Ich habe den schon mal abgestrichen. Wir werden ihn ziemlich sicher nicht aus Versehen töten. Da muss nur irgendwann mal drin bleiben. Ist es nur eine Frage der Zeit. Jetzt zum Beispiel. Dann brauchen wir den nämlich auch nicht mehr fangen. Ich denke, so können wir den Peldex wirklich sehr, sehr schnell vervollständigen. Und ich fliege komplett falsch. Ich wollte eigentlich hier mal so ein bisschen die Küste entlang. Ja, du wirst wieder ein bisschen schwieriger. Ich weiß. Ja. 2%. Steigt zwar direkt auf 13, ist trotzdem nicht die Welt. Keine Ahnung, wie viel wir von denen noch brauchen. Hat mir die Rayhound jetzt voll? Ich habe nicht drauf geachtet. Hallo. Bleib doch mal da. Nein, du dreckiger Bastard. Aber ich glaube, die hatten wir schon voll. Boah, dieser Wichser. Nee, aber jetzt. Nice. Wo habe ich denn? Wo habe ich denn? Wo habe ich denn Rayhound? Hier. Wir machen da sehr gut Progress. Das hier ärgert mich gerade. Das ist super, super zum Kotzen. So, dich nehme ich mit. Ja. Was ich mich gerade frage, zählt dieser Ring auch in Dungeons? Nicht, dass wir die Bosse auf einmal nicht mehr killen, weil ich nicht an den Ring denke. Das wäre ja dann wirklich dumm. So, dann nehmen wir dich mit. Ich sagte, wir nehmen dich mit. Also spinn jetzt hier nicht rum. Hier haben wir nochmal einen Susaku. Das könnten wir. Wir könnten es versuchen. Man wird schon schief gehen, ne? So, zeig mal her.
Da ist auch noch mal eine Kiste. Komm, ich bin nahezu feuerresistent. Geh mir mal nicht auf den Sack. Okay, unsere Pelz bringen den auch nicht um. Das ist schlecht. Weil der könnte rein theoretisch den hier umbringen. Und das würde mich schon ein bisschen wütend machen. Komm, jetzt bleib doch drin da. Dann eben so. Das muss klappen. Dankeschön. Du geh mir bitte nicht auf den Sack. Da drüben wollten wir ihn mal schauen, ne? Ausmistern Schnellreisepunkt. Mal schauen, was wir in dem Dorf so kaufen können. Das nehmen wir noch mit. Müssen wir einfach. Da nehme ich da halt doch die bessere Sphäre. Bleib jetzt drin. Sag mal. Willst du mich verarschen? Bleib jetzt in der Sphäre drin. Das ist die legendäre. Ja, besser ist. Glaub's hackt. Wie viele von denen brauchen wir denn noch? Können ja eigentlich nicht viele sein. Aua. Jawohl. Und es war das letzte. Das heißt, wir fliegen durch. Susaku haben wir abgehakt. Sehr, sehr geil. Morgen. Na, alle Tutti. Oh, gegrillter Pilz, dankeschön. Äußerst freundlich. Schicke Kanonen haben sie hier. Tagchen, hallo. Eigentlich. Okay, das sieht ein bisschen runtergekommen aus. Ich dachte, ich krieg hier sehr, sehr viele Händler, schöne Basare oder so. Aber irgendwie, naja. Sag mal, was hast denn du? Okay, okay. Ja, Mann. Das ist verdammt geil. Ja gut, wir müssen sie übertreiben. Ich würde tatsächlich einfach mal 200 mitnehmen. Auch wenn es sau teuer ist, aber ich gehe nie wieder Perlöl farmen. Und der müsste Pelz haben, oder? Nee, nicht mal. Allwetterunterwäsche. Dann könnten wir unsere Feuerfeste einfach weg. Dann verkaufe ich unsere Feuerfeste. Hä, wie geil. Das ist ja Optimum. Ciao. Ganz ehrlich, das brauche ich halt auch nicht. Die braucht man noch. Aber sonst. Ja, für den Scheiß kriegen wir halt nicht viel, ne?
voll gut. Das sind meine Lieblingshändler. Ich würde den tatsächlich ganz gerne entführen. Ich meine, der ist Level 12. Nur mal. Na, ich weiß nicht. Ich kann jederzeit hierher reisen. Ich muss das. Doch, das muss nicht sein. Ich bin übrigens am Überlegen, ob wir einen zweiten hochwertigen Ofen bauen. Also hier so einen Elektroofen. Einfach nur, dass es so schneller geht. Ich liefere den Scheiß mal kurz zu Hause ab. Hä, voll geil. Ich freue mich gerade. Wir sind zwar fast pleite. Aber das war's wert. Für so viel Perlöl, doch, das war's wert. Das kann rein, das kann rein. Dette. Mega geil. Wir können ja im Zweifelsfall auch mal wieder hier ein bisschen Kohle grinden, ne? Wir haben ja Möglichkeiten. Gut. Du sollst eigentlich Holz hacken. Gibt es ein Pell, was einfach nur Holz abbaut und kein Transport mit drin hat? Weil es ist ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Das muss einfach absolut nicht sein. So, ob wir es jetzt mal schaffen, hier wirklich Lücken zu füllen. So wie es geplant war. Fragen über Fragen. So, ich fliege jetzt hier einfach mal geradeaus. Oder müsste die Richtung sein? Ja. Die Lücke, die wir hier füllen, ist zwar... Ja, eigentlich nur Wasser. Aber gut, was soll's. Das Einzige, was uns... in der Wüste aktuell noch fehlt, ist das Dinosom. Ich glaube 2 oder 3 Stück. Und sonst habe ich da nichts gesehen, was wir noch nicht haben. Das heißt, wir könnten uns dann eigentlich erstmal wieder ein bisschen konzentrieren auf... Erstens hätte ich die Zucht wieder anschmeißen sollen, weil ich doof bin, habe ich das vergessen. Wir könnten uns auf den Obsidian-Krater eigentlich wieder konzentrieren. Ja. Wir brauchen es ja sowieso, und wenn es hier so rumschwimmt, dann nehme ich es doch gleich mit. Und auf Level 35 soll es ja noch einfacher sein. Okay, noch eins. Cool. Das sah schon auch sehr, sehr geil aus. Du kannst mich in Ruhe lassen, dich haben wir. Ich bin halt am Überlegen, ob wir nicht den einen Turm noch machen. Der hier in der Wüste müsste nämlich sowieso der nächste sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben eine gute Rüstung, wir sind feuergeschützt. Rein theoretisch. Wir bräuchten halt irgendwie starke Wasserpelz. Beziehungsweise müsste ich nochmal gucken, was für Pelz wir genau brauchen. Ich schaue mal, ob ich das nebenbei googeln kann. Ohne... Ja, ohne dass das Spiel großartig stoppt. Wir suchen ja sowieso noch einen Dinosom. Wenigstens eins. Wir müssen keinen Stress haben, ne? Das weißt du. Das sind die Robbenquill, die sind mir auch Wurst.
Die müssen mich doch jetzt nicht angreifen. Das muss doch nicht sein. Ja, genau das wollte ich verhindern, wenn ich hier nebenbei suche. Entschuldigung. Also es müsste der hier sein. Wir brauchen da... Ja, am besten Wasser. Das Ding ist, wir haben keine wirklich starken Wasserpelz. Wir haben Eispelz, wir haben inzwischen sehr viel Feuer. Da haben wir gut aufgeholt, aber Wasser ist noch so eine Sache. Aber ich würde es gerne probieren. Ja. Wir müssen halt mal gucken, was wir an Wasserpelz zu Hause haben. Wenigstens ein oder zwei, die vielleicht was auf dem Kasten haben. So, Dinosom, das haben wir auch. Wo ist das denn? In meiner schlauen Liste. War Dinosom Lux, ne? Guck jetzt mal noch mal kurz. Ja. Schnellreisepunkt haben wir hier auf die Schnelle sowieso nichts, ne? Wir könnten einfach... Ja, wobei, wir könnten ihn hier nehmen. Ist aktuell der nächste, außerdem decken wir ein bisschen was von der Karte auf. Munitionstechnisch haben wir ordentlich was verballert. Wir waren bei über 800. Krass. Hitzeresistente, stärkste Rüstung haben wir. Gut, es gibt mit Sicherheit auch davon noch irgendwas Legendäres. Ich denke, die Munition würde trotzdem noch reichen, vor allem mit dem Sturmgewehr. Das ist gut. Aber wir bräuchten halt Minimum zwei geile Wasserpelz. Minimum. Eher mehr. Und mit geil meine ich halt wirklich geil. So Stufe 40 aufwärts. Aber ich glaube, in der Richtung haben wir gerade nichts. Wir können ja mal gucken. So, pass mal auf. Nach Element. Du kommst erstmal weg. Dich brauche ich auch nicht. Wo war da? Hier ist war da. Was haben wir eigentlich? Nur die beiden Azurobe und die sind ja nicht so krass. Wobei du bist auch Wasser. Das könnte... Ich meine, Level 45, das müsste klappen. Weißt du was, wir probieren das einfach aus. Scheiß drauf. Wir haben im Endeffekt nichts zu verlieren. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann ist das zwar ein bisschen ärgerlich, aber wir haben halt, wie gesagt, überhaupt nichts verloren. Das ist geladen, die machen wir noch ganz voll. Wir werden 100 Pro danach sehr viel neue Munition herstellen. Aber ich denke, fürs Erste müsste das reichen. Oh weh. Ob das eine gute Idee ist? Das haben wir schon mal gesehen, ich überspringe das.
Aua. Die Stromschläge bringen halt gar nichts, ne? Das ist hier hoffentlich klar. Aber ich glaube, wir kriegen den hin. Okay, ich geh mal weg, ich brenne. Vielleicht hätte ich einen Heiltrank mitnehmen sollen. Habe ich nicht zufällig, ne? Nee. Aua, das war nicht gut. Ich versuche mich doch gerade ein bisschen zu heilen, hallo? Wenn ich ein bisschen konzentriert bei der Sache wäre, wäre das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich meine, viel Schaden habe ich halt genommen durch die Verbrennung. Aua. Ein Drittel in etwa, nicht ganz, haben wir aber. Ja, fast. Warum brenne ich denn jetzt schon wieder? Oder auch nicht? Sah bloß so aus. Aber ich bin trotzdem fast down. Ich würde mich gerne mal ein bisschen erholen. Ein bisschen Heal sammeln, also Spiel auf Zeit. Sollte drin sein. Jommundheit macht das schon, ne? Das ist fast... Oh, scheiße. Unser Pell ist fast down. Ich glaube, in dem Run werden wir es nicht schaffen. Aber wenn wir uns besser vorbereiten, es ist, denke ich, inzwischen machbar für uns. Aua, 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 aua. Nur schön, dass wir unsere komplette Munition verballert haben. Für so einen Scheiß. Für den Versuch. Dann bleibe ich auch noch hängen. Irgendwo.
Aua. Wenigstens irgendein Pell rausschmeißen. Hätte ich auch vorher schon machen können. Autsch. Es wäre halt mega cool, wenn wir den einfach schaffen. Aua. Na komm. Ja, pack dich da fest, das ist gut. Das ist nicht gut. Komm schon. Was macht Anubis eigentlich? Bleib mal hier in der Mitte und kämpf. Trottel. Die Zeit wird halt langsam knapp. Nicht gut. Das ist nicht genug Schaden. Ich glaube, das wird nicht wirklich was. Komm schon. ...36.000 noch. 1,5 Minuten. Das wird mega knapp. Wenn es klappt, wird es mega knapp. Komm, lad schneller nach. Schnell raus da. Boah, das wird ultra knapp. Scheiße, ich habe keine Munition mehr für die Bump. Oh fuck. Ja, nee, keine Chance. Aufgrund von mangelnder Munition. Mit dem Einzelschussgewehr treffe ich nicht genug. Und rein rechnerisch kann die Munition davon auch nicht reichen. Aber wir sind nicht gestorben. Warte, bin ich gerade in letzter Sekunde gestorben? Fuck it. Okay, wir sammeln Munition, beziehungsweise ich kaufe erstmal ein bisschen Schrot. Wir werden richtig viel Munition generell herstellen. Ich glaube, ich mache das kurz zwischen den Folgen.
Ich bin angefixt, ich will den schaffen. Oh weh. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Hoffentlich gut gerüstet. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut und ciao, ciao.